Hallo zusammen. Heute will ich wieder mal ein paar Fragen beantworten, die sich aus euren zahlreichen Kommentaren ergeben haben. Speziell in dem Video Überfall mit Messer waren sehr viele interessante Fragen und wir haben einige auszugsweise rausgenommen und ich werde die einfach mal vorlesen. Andreas Binder fragt: Was macht man bei einem Messerangriff, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht oder von einer zweiten Person festgehalten wird? Birgit N. Lilly fragt: Was tue ich, wenn ein Vergewaltiger mich mit dem Messer bedroht? Der lässt mich ja wohl kaum davonlaufen. Pantoffelheld fragt: Was, wenn eine Flucht nicht möglich ist, weil man zum Beispiel in einer U-Bahn angegriffen wird? Leonard Philipp Gafke fragt: Hast du ein paar konkrete Tipps für Leute mit eingeschränkter Beweglichkeit, wie zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Leute, die auf Gehhilfen angewiesen sind? Marcel Davis fragt: Was ist, wenn ich weglaufe, aber der Typ ist schneller? Christian fragt: Und wenn der Angreifer es auf deine Freundin abgesehen hat? Alles sehr gute Fragen. Ich habe die Fragen absichtlich zusammengefasst und ich werde die gesammelt beantworten mit einigen Regeln, die gelten, wenn man mit Messern bedroht oder angegriffen wird. Die erste Sache ist wie immer Achtsamkeit. Man muss diese Angriffe im Voraus erkennen. Man muss sehen, wenn jemand ein Messer rausziehen will oder in dem Moment, wo er es rauszieht. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich schon lang weg sein muss. Und solche Sachen trainieren wir auch im Training ganz systematisch. Das heißt, manchmal in ganz normalen Selbstverteidigungstraining, auch schon für Anfänger, geht einer durch, der hat ein Messer in der Hand oder der zieht ein Messer raus. Und die anderen, die nicht darauf gefasst sind, dass der jetzt kommt, müssen darauf reagieren und müssen sofort abhauen und den Ausgang finden. Es geht nicht darum, das Ding abzuwehren, sondern es geht darum, ganz früh schon zu erkennen, dass jemand ein Messer rausziehen will. Und das geht nur mit Achtsamkeit. Und dann ist die halbe Miete drin. Aus dieser Regel resultiert die nächste Regel: Nie versuchen, ein Messer abzuwehren. Viele unterschätzen das, die sehen das im Film, die glauben, man kann das Messer greifen, Hebel machen, Wurf machen, irgendwie den Gegner entwaffnen mit einem Fußtritt. Das gelingt meistens nicht. Ein Messer ist mindestens so gefährlich wie eine Schusswaffe und richtet oft noch größere Verletzungen an. Das heißt, wenn irgendwie möglich, nicht versuchen, ein Messer abzuwehren, führt immer zu Verletzungen. Bedroht euch jemand mit einer Klingenwaffe und er will Geld, Hände oder Wertgegenstände, dann gebt ihm das. Das Risiko, verletzt zu werden oder gar umgebracht zu werden mit einer Klingenwaffe, ist so hoch, dass es sich nicht lohnt und Materielles kann nicht so viel wert sein. Versucht zu deeskalieren. Ja, wenn jemand ein Messer rauszieht, sprecht mit dem Mann, versucht, dass er das wieder einsteckt, versucht zu deeskalieren. Wenn man nicht abhauen kann und wenn es nicht nur um Geld geht, kann das dazu führen, dass man den anderen überredet, wieder aufzugeben. Auf keinen Fall versuchen, Widerstand zu leisten. Gebt dem Mann recht, wenn er irgendwas behauptet und versucht, auf ihn einzureden. Das ist das bessere Mittel, als dagegen zu kämpfen. Der nächste Punkt: Flucht. Auf jeden Fall abhauen. Wenn ihr ein Messer seht, lauft davon. Versucht, die Distanz größer zu machen oder wenn er zum Beispiel im Auto sitzt, auf keinen Fall aussteigen, wenn draußen jemand mit dem Messer steht. Das ist immer die Gefahr und das ist generell eine gute Regel, wenn man im Auto einen Streit irgendwie anfängt oder in einen Streit verwickelt wird, nicht aussteigen. Dann setzt man sich auch nicht dem Risiko aus, dass man mit einer Klingenwaffe bedroht oder verletzt wird. Wenn gar nichts anderes geht und ihr müsst wirklich, weil ihr nicht weg könnt, weil das räumlich nicht geht oder weil eure Frau dabei ist und ihr wollt die beschützen und ihr könnt nicht einfach abhauen, dann setzt Behelfswaffen ein, wenn es denn unbedingt sein muss. Und Behelfswaffen, das kann ein Selbstverteidigungsregenschirm sein, das kann ein Stock sein, das kann zur Not auch die Jacke sein oder der Gürtel, muss aber trainiert werden. Also es ist ganz klar, wenn ich mich gegen ein Messer wehren will, dann muss ich trainieren. Ich muss nicht nur trainieren, auf das Messer zu reagieren, frühzeitig das Messer frühzeitig zu erkennen, kann man auch trainieren, habe ich vorher beschrieben, sondern ich muss solche Sachen auch trainieren, wie mit einem Stock, mit einem Gehstock, mit einem Schirm, mit anderen Alltagsgegenständen gegen eine Klingenwaffe vorgehen. Das braucht viel Training, gibt aber einen Vorteil, wenn man mehr Reichweite hat und wenn man mehr Wirkung hat. Versucht nicht, den Helden zu spielen. Wenn jemand mit einem Messer bedroht wird, ist es besser, sich zurückzuziehen und die Polizei zu rufen oder vielleicht gleich auch die Rettung. Aber auf keinen Fall eingreifen. Wenn man eingreifen will, muss man extrem hohen Grad an Training haben
Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko sehr, sehr hoch. Wenn ihr nach so einer Situation einen Verletzten habt, dann unbedingt erste Hilfe leisten, so schnell wie möglich Rettungskräfte rufen, da zählt jede Sekunde. Und was man auch noch bei Messerverletzungen sagen kann, wenn irgendwo ein Messer im Körper steckt, nicht rausziehen. In manchen Kommentaren wird auch einfach vorgeschlagen, sich selbst zu bewaffnen, am besten gleich mit einem Messer. Ich halte das für ein sehr zwiespältiges Argument. Das Problem bei Waffen ist, erstens mal muss es skrupellos genug sein, die einzusetzen. Wenn ihr mit einer Waffe gegen eine Waffe antritt, muss es sehr gut trainiert sein, um nicht als zweiter Sieger hervorzugehen. Und das kann massive rechtliche Probleme geben, weil das oft vor Gericht als Vorsatz aufgefasst wird. Und wie wir schon in anderen Videos erzählt haben, hängt es ja hinterher auch von der Beweisfrage ab. Kann ich beweisen, dass der andere angegriffen hat und dass es notwendig war, auch eine Waffe gegen den einzusetzen? Abschließend gibt es zu sagen, man kann über dieses Thema noch ganz, ganz viel erzählen. Es ist ein komplexes Thema. Es lässt sich auch nicht so ganz befriedigend lösen, indem man sagt, da gibt es die eine Selbstverteidigungstechnik gegen Messer. Man kann das trainieren, man kann Waffenabwehr trainieren, man kann Messerabwehr trainieren. Und wenn man hochspezialisiert ist, hat man eine gute Chance, auch was dagegen auszurichten. Aber das Risiko ist nach wie vor viel zu hoch. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Tipps weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Eure Meinung ist mir wichtig und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver.